Jahrelang wurden die Fans im Unklaren gelassen. Niemand wusste, wie es Barbie Kelly genau geht. Ja, sie ist psychisch krank, muss starke Medikamente nehmen, aber mehr verrät die Kelly Family nicht. Jetzt ist Barbie tot. Still und leise ging sie von dieser Welt. Was verschweigen die Geschwister? In der Öffentlichkeit sah man die 45-Jährige bis zuletzt nicht mehr. Barbie Kelly wurde von Pflegeeltern betreut. Sie soll im Schlaf gestorben sein. Wir sind in tiefer Trauer und bitten um Verständnis, dass wir uns derzeit nicht weiter dazu äußern, lautete die kryptische Nachricht, die auf dem Instagram-Profil der Kelly Family veröffentlicht wurde. Nur Maite und Angelo Kelly wählten persönliche Worte, um sich von ihrer Schwester zu verabschieden. Nicht mal Barbies viel zu früher Tod scheint die Geschwister zu einen. Im Herbst vergangenen Jahres gab es wieder Hoffnung, Barbie Kelly ist zurück, zumindest auf den sozialen Netzwerken. Auf Instagram errichtete ihr Bruder Joey Kelly einen offiziellen Account und postete zwei Fotos von Barbie. Ein Comeback? Fehlanzeige. Ein offizielles Statement zur genauen Todesursache von Barbie gibt es nicht. Eine Obduktion steht noch aus. Lebte Barbie bis zuletzt bei Pflegeeltern in Nordrhein-Westfalen. Einige ihrer Geschwister sollen sie regelmäßig besucht haben. Barbie haben nach ihrem Karriereaus mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Das bestätigte auch ihr Bruder Jimmy Kelly bereits im Jahr 2013. Demnach konnte Barbie nicht selbstständig leben und Verantwortung für sich übernehmen. Sie soll seit mehr als 20 Jahren an diesen Problemen gelitten haben, ein Indiz, dass die letzten Jahre vor ihrem plötzlichen Tod nicht einfach waren. Niemand weiß die Wahrheit, was Barbie Kelly durchgemacht hat? Wird sie wirklich gut behandelt? Und warum verhält sich Maite Kelly im Vergleich zu den anderen ungewöhnlich? Dahinter steckt sicherlich viel Rätsel.